Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Vermisst von Alwyn McRae. Mein Fehler war eben, dass ich nicht gleich etwas unternommen habe. Ich hatte zwar das Gefühl, ich müsste etwas tun, aber es gab ja so gut wie nichts, woran man sich hätte halten können. Und selbst wenn ich bei Ihnen auf dem Polizeirevier angerufen hätte, Sergeant, hätte das viel geändert? Würden wir da nicht hier sitzen und warten? Es begann alles vor einer Woche. Nach meiner Rückkehr aus Amerika am letzten Sonntag. Ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch und arbeitete. Ich war 6 Wochen für meine Firma drüben in den Staaten gewesen und hatte einen kniffligen Bericht zu schreiben. Es war behaglich still in der Wohnung, die Pfeife brannte, die Welt schien in Ordnung. Als plötzlich das Telefon klingelte, da wunderte ich mich, denn ich war früher als geplant zurückgekommen, hatte noch niemanden verständigt. Erst wollte ich mich gar nicht melden. Aber meine Mutter hatte sich nicht ganz wohl gefühlt, als ich abflog, und deshalb ging ich schließlich ran. Hallo? Hallo? Keine Antwort am anderen Ende. Da hat sich jemand verwählt, dachte ich. Aber dann hörte ich leises Atmen. Hallo? Hier 698625. Hören Sie mich? Natürlich, du schreist ja. Ich schreie nicht. Wer ist denn dort? Ich, Maria. Und du? Wie heißt du? Alan Brennan. Maria? Wer ist Maria? Ich, sag ich doch. Was tust du? Ich sitze an einer Schreibarbeit. Und du, was tust du? Ach, nichts. Du telefonierst so ein bisschen rum, wie? Tja, das tut mir leid, ich bin eine falsche Nummer. Eine falsche Nummer? Was ist das? Na, du wolltest doch sicher jemanden anrufen, den du kennst. Aber du hast nicht die richtige Nummer gewählt. Ich bin eine falsche Nummer, denn wir kennen uns ja nicht. Verstehst du jetzt? Nein. Sag mal, wen hast du denn anrufen wollen? Dich. Na, aber du kennst mich doch gar nicht. Doch, du bist Ellen. Aber wie bist du denn auf mich gekommen? Hast du meine Nummer im Buch gefunden? Was? Im Telefonbuch. Hast du dort meine Nummer gefunden? Nein. Maria, es ist schon nach 9. Du gehörst ins Bett. Du redest wie Daddy. Ja, ich bin auch wie Daddy, weil ich nämlich weiterarbeiten muss. Gute Nacht, Maria. Nett, dass du angerufen hast. Oh, ja. Gute Nacht. Und damit hatte es sich. So dachte ich wenigstens. Aber dann kam der nächste Abend. Ich war gerade dabei, meinen Bericht in lesbare Form zu bringen, als das Telefon wieder läutete. Ja, hallo?
Bist du wirklich ein Daddy? Maria? Nein. Warum? Weil ich gedacht habe, dann weißt du vielleicht, wie man's macht. Wie man was macht? Eier mit Speck. Eier mit Speck? Ja, bin zwar kein Daddy, aber ich, das weiß ich, ja. Kannst du es mir dann bitte sagen? Ja, na. Na ja, du legst den Speck in die Pfanne, dann zündest du das Gas an und stellst die... Nee, Moment, halt. Maria, frag lieber erst mal deinen Daddy, ja? Kann ich nicht. Er ist nicht da. Na, dann fragst du deine Mami. Die ist auch nicht da. Na, oder sonst jemanden, der da ist. Was? Aber... Maria, sei brav und lass das Telefon in Ruhe, ja? Aber ich sag dir doch, niemand ist da. Drum frag ich dich doch. Was soll das heißen, niemand ist da? Wo sind sie denn alle? Weiß ich nicht. Ich hab so Hunger und will mir Eier mit Speck machen. Sagst du mir, wie es geht? Nein, das sag ich dir nicht. Kleine Mädchen spielen nicht am Herd herum, wenn niemand zu Hause ist. Mach dir ein paar Brote, hm? Gibt's irgendwo Brot? Glaub schon. Na, also dann machst du dir zwei Butterbrote mit einem Stück Käse dazwischen oder mit Wurst und dann marsch ins Bett, hm? In Ordnung? Ja, aber ich möchte so viel lieber Eier... Du, jetzt tu, was ich dir sage, Maria. Und räum die Küche wieder schön auf, denn wenn... Ja, ja, gute Nacht. Sie legte auf. Aber gleich darauf wurde ich unruhig. Man lässt doch ein Kind nicht nachts allein in der Küche rumspielen. Ich griff nach dem Hörer, um zurückzurufen und ihr zu sagen, sie solle aufpassen, als mir plötzlich klar wurde, dass ich ja gar nicht ihre Nummer hatte. Das war der Moment, in dem ich die Polizei verständigen wollte. Aber was konnte ich ihr schon sagen? Und schließlich überlegte ich, machen sich vermutlich viele Kinder einen Spaß daraus, Einfallspinseln wie mir am Telefon etwas vorzuflunkern. Naja, ich setzte mich also wieder an meinen Bericht. Trotzdem, die Stimme der Kleinen ging mir nicht aus dem Kopf. Und als der nächste Abend kam, ertappte ich mich dabei, auf Marias Anruf zu warten. Maria? Woher weißt du, dass ich's bin? Weil du gestern und vorgestern auch schon angerufen hast. Hör mal zu, Maria. Wie ist deine Nummer? Meine was? Deine Telefonnummer. Was steht denn vorne auf eurem Apparat? Ich weiß nicht. Was heißt, du weißt nicht? Na, schau doch mal hin. Kannst du nicht lesen? Nein. Was? Du kannst nicht lesen? Nein, kann ich nicht. Wie alt bist du denn? 6. Na, dann solltest du aber schon lesen können. Ich kann Buchstaben lesen, aber nicht Wörter. Und Zahlen? Zahlen kannst du doch. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na siehst du. Also, dann sag mir jetzt mal die Zahlen, die vorn auf dem Telefonapparat stehen. Na, los. Ich kann Zahlen nicht lesen, nur aufsagen. Ach du liebe Zeit. Aber Buchstaben kann ich lesen. Und Missy sagt... Missy? Wer ist Missy? Das Fräulein in der Vorschule. Sie sagt, ich bin sehr gut. Ich kann sie abzeichnen, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Ja. Ja, sei nicht traurig, Maria. Das ist nicht schlimm, ich bin ja nicht böse. Weißt du, ich mache mir nur Sorgen. Sag mal, bist du allein heute Abend? Ja. Hab dir doch gestern schon gesagt. Ja, ich weiß, aber das war ja gestern. Ach, bist du immer allein am Abend? Glaub schon, ja. Wieso? Ich meine, was soll das heißen, du glaubst? Ja, weil... Wann fängt Abend an? Na, wann fängt denn Alleinsein an? Wenn ich von Mrs. Johnson nach Hause komme. Von Mrs. Johnson?
Nach der Schule gehe ich zu Mrs. Johnson. Bei ihr kriege ich was zu essen und zu trinken. Mhm, mhm. Und dann? Dann gehe ich nach Hause. Mami hat mir einen Hausschlüssel gegeben. Mhm. Und dann ziehe ich mich aus und wasche mich. Mhm. Und, ach ja, manchmal vergesse ich die Zähne. Und bürste mir die Haare und gehe dann ins Bett und schlafe. Mhm. Oder ich schlafe nicht und dann rufe ich dich an. Deine Mami hat dir einen Hausschlüssel gegeben? Mhm. Er hängt an der Schnur, die ich um den Hals habe. Aha. Ja. Und wo ist deine Mami? Mami ist zu Oma gegangen. Ach so, ich verstehe. Geht sie oft zur Oma? Ja, immer. Oma ist krank, weißt du? Mhm. Macht Daddy dir oft Eier mit Speck? Ja, zum Frühstück. Na, siehst du. Aber... Aber in letzter Zeit nicht. Heute Morgen habe ich nur ein Erdnussbutterbrot gegessen. Naja, vielleicht hat er einfach keine Lust, immer Frühstück zu machen. Vielleicht. Hm? Kannst du nicht kommen und mir Eier mit Speck machen? Na sicher. Wo wohnst du denn? Weiß ich nicht. Och, Maria, du wirst doch wissen, wo du wohnst. Du wirst doch deine Adresse wissen. Aber wenn ich sie nicht weiß. Wo ist denn deine Vorschule? Gleich um die Ecke. Und wie heißt die Schule? Weiß ich nicht. Na, macht nichts. Wie sieht denn die Straße aus, wo du wohnst? Oh, lauter kleine Häuser, eins neben dem anderen. Aha. Mit Stufen zu den Türen hinauf. Mhm. Und in der Mitte ist eine große Wiese. Und da spielen wir. Mhm. Unsere Tür ist rot. Na, sehr gut, Maria. Genau wie die von Mrs. Johnson. Und wie viele andere auch. Ach, ist nicht so gut. Und ich bin auch gar nicht so allein. Weil ich nämlich meine Katze habe. Ach, wie heißt die denn? Ach, bist du dumm. Sie hat doch keinen Namen. Aber sie sitzt draußen vor meinem Fenster und sieht mich so lieb an. Na also, siehst du. Hör mal zu, Maria. Denk dir einen Namen für sie aus und dann gehst du ins Bettchen, ja? Na schön. Und ruf mich morgen wieder an, wenn du allein bist, ja? Ja, mach ich. Gute Nacht. Ja, natürlich. Hinterher ist man immer schlauer. Aber hätten Sie nicht jetzt auch angefangen, sich Sorgen zu machen, Sergeant? Schwer zu sagen, Sir. Mich beschäftigte die Sache. Aber da war noch der Bericht, den ich zu schreiben hatte. Zum Glück besuchte mich am nächsten Morgen mein alter Freund, Ihr Chef. Chefinspektor Daly. Er hatte gesehen, dass meine Garagentür offen stand. Ann! John! Ah, bist wieder da? Altes Ekel, komm rein. Danke. Na, wie war's in Amerika? Anstrengend. Ich hole uns was zu trinken, ja? Ich habe eine bessere Idee. Ich habe heute Dienst frei. Essen wir da irgendwo zusammen zu Mittag. Und das taten wir dann auch. Bei dem Italiener vorn an der Acton Street. Herrliche Ravioli mit dem herben Roten. Und dabei erzählte ich Daly die Sache mit Maria. Und Tag für Tag oder Nacht für Nacht ein Kind in diesem Alter allein zu lassen, ist doch unglaublich. Mein Lieber, du lebst noch in einer anderen Zeit. Das passiert leider recht oft heutzutage. Hast du die Möglichkeit, eine Telefonleitung anzuzapfen? Du liest zu viele Kriminalromane. Wir haben die Möglichkeit, ja. Aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die hier nicht gegeben sind. Mach doch nicht so ein Gesicht. Du, aber angenommen, nur mal angenommen, es wäre zwingend nötig, herausfindig zu machen, wo sie wohnt. Könnt ihr euch da nicht in meine Leitung einschalten und feststellen, von wo aus sie anruft? Nicht, wenn es sich um einen Anruf von einem Apparat im Selbstwählbereich handelt. Das heißt, doch, auch das ist zu machen. Aber nur unter großen technischen Schwierigkeiten. Und um so etwas veranlassen zu können, brauche ich handfeste Gründe. Noch ein Espresso? Danke, nein. Mach dir nicht so viel Sorgen um die kleine Ellen. So wie du sie schilderst, ist sie doch schon ganz schön selbstständig. Stadtkinder kommen früh allein zurecht. Und vergiss nicht, in dem Alter sind alle Märchenerzähler. Ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass sie dich auf den Arm nimmt. Ja, schon möglich.
Aber irgendwas kommt mir nicht geheuer vor. Ein Kind, das noch nicht mal lesen und schreiben kann. Wenn das wirklich der Fall wäre, wie brächte sie es dann fertig, immer wieder deine Nummer zu wählen? Das hast du dir noch nicht überlegt, wie? Hm. Sie treibt ihre kleinen Scherze mit dir, alter Junge. Glaub mir. Ich ging noch kurz weg, um ihr Tabak zu besorgen. Und dann eilte ich zurück, um Jarmarias abendlichen Anruf nicht zu versäumen. Aber das Telefon klingelte nicht. Ich konnte mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren. Immer wieder hörte ich ihre Stimme unter dem Schreibmaschinengeklappe. Und wenn sie lesen könnte, warum sollte sie es dann nicht sagen? Warum hatte ich Idiot bloß nicht nach ihrem Nachnamen gefragt? Den wusste sie doch bestimmt. Dann hätte ich im Telefonbuch nachsehen können, Sergeant. Aber sie hätten sie nicht gefunden, Sir. Ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Vermutlich hätte ich in ihr nicht mal geglaubt. Immer wieder kamen mir die Dinge, die sie gesagt hatte, ins Gedächtnis. In letzter Zeit hat er kein Frühstück gemacht. Ich krieg was zu essen und zu trinken bei Mrs. Johnson. Schickt diese Mrs. Johnson sie in ein leeres Haus zurück, habe ich mich gefragt. Oder weiß sie nicht, dass die Kleine dort allein ist? Ich habe dann das Telefonbuch genommen und unter Johnson nachgesehen. Das ist natürlich hoffnungslos. 25 Spaltenseiten Johnson. Und die Lehrerin hatte sie nur Missy genannt. Dann habe ich überlegt, liegt ihre Oma vielleicht in einem Krankenhaus, aber in keinem Krankenhaus gibt es so späte Besuchszeiten. Ich hatte Maria am Abend zuvor zwar gesagt, ruf mich wieder an, wenn du allein bist. Aber irgendwie war ich sicher gewesen, sie würde sich so oder so wieder melden. Und sei es auch nur, um mir zu sagen, sie sei nicht mehr allein. Ach, Sergeant, ich bin fast verrückt geworden an dem Abend. Ich war jetzt überzeugt, dass etwas faul war an der Sache. Hm. Wollen wir einen frischen Kaffee machen? Gerne, Sir. Naja, ich legte mich schließlich schlafen, fand aber keine rechte Ruhe. Als ich am nächsten Morgen dabei war, mich zu rasieren, da klingelte das Telefon. Ja, hallo? Anne? Ja, Maria. Bist du mir böse? Nein. Tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht angerufen habe. Aber ich habe das Telefon nicht finden können. Wie, du hast das Telefon nicht finden können? Ach, weißt du, Mami ist nicht gekommen. Ja? Ich bin nicht runtergegangen, nachzusehen, ob Mrs. Johnson daheim ist. Hm? Und da ist auch schon der nette Onkel gekommen und hat mich mit zu sich nach Hause genommen. Der nette Onkel? Ja, Maria, kennst du den denn? Nein, aber... Oh, um Himmels Willen, Maria, hat ja noch nie jemand gesagt, dass... Wo bist du denn jetzt? Ich weiß nicht. Aber er sagt, er kennt Mami. Sie hat ihn geschickt, um mich abzuholen. Er ist sehr nett. Und zum Frühstück hat Eier mit Speck gegeben. Hm. Und du bist sicher, dass er deine Mami kennt? Klar, sie hat ihn doch geschickt. Maria, was für eine Nummer hat denn der Apparat, von dem du jetzt anrufst? Aber ich hab dir doch gesagt... Ach so, ja, ich hab's vergessen, entschuldige. Aber ich hab nachgedacht. Zahlen sind wie, Ja? Kleine Bilder, oder? Ja. Nicht alle, aber manche. Hm, das stimmt, ja. Kannst du zeichnen? Ja, ein bisschen, hm? Was? Was? Och, Brücken und Straßen und Boote. Kannst du auch eine Fahne zeichnen? Doch, ja, das glaube ich schon. Also, die ersten zwei Zahlen hier in dem Telefon sind solche Fahnen. Das ist eine 7. Ist das eine 7? Sind Fahnen 7? Ja, ich hoffe es. Und dann, was kommt dann? Kannst du das auch beschreiben? Ne, nein, das hat so ein... Was hat das? Das hat so ein Schnorkel. Hm. Aber ich versuch's. Ja, versuch's doch mal, Maria. Ich denk nach und ruf dich wieder an. Ja, gut, ruf mich wieder an. Bald, ja? Ja. Aber sie hatte schon aufgelegt.
war so davon besessen gewesen, herauszubekommen, wo sie war, dass ich ganz vergessen hatte, sie nach dem Wichtigsten zu fragen, nach dem Namen des Onkels. Wie er aussieht. Wie sie zu ihm gefahren oder gegangen war. Ich hätte mich ohrfeigen können. Kann passieren, Sir. Sie rief nicht wieder an. Später habe ich mir eine Zeitung gekauft, die erste seit meiner Rückkehr, und glauben Sie mir, Sergeant, mir wurde schwarz vor Augen, als ich das Bild auf der ersten Seite sah und die Schlagzeilen. Ich wusste, das war Maria. Alles passte zusammen. Vermisst seit Mittwochabend, Mutter kam vom späten Krankenhausbesuch zurück, Kind nirgends zu finden, Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Ich rief sofort ihren Chef an. John, sie ist es. Bestimmt, das Alter stimmt, der Vorname. Ja, ich weiß. Und du sagst, die ersten zwei Nummern des Telefons, von dem aus sie heute früh bei dir angerufen hat, dürften 77 sein? Ja, wahrscheinlich. Das wäre dann die Innenstadt. Ja, also dann an die Arbeit. Wir können. Du, kann ich mitkommen? Nein, bleib du an deinem Apparat. Für den Fall, dass sie sich wieder meldet. Und wenn ja, dann. Ich schicke dir einen meiner Leute an, verstanden? Ja, ja, natürlich, klar. Sergeant Casey, du wirst ihn mögen. Wir trinken gern Kaffee, schwarz und mit viel Zucker. Also, bis später. Ja, okay. Das Weitere wissen Sie ja, Sergeant. Ja, Sir. Wenn ich geahnt hätte, dass schon vier kleine Mädchen wie Maria, dass der Kerl immer noch frei herumläuft. Naja, jedenfalls. Wir beide saßen den ganzen Abend hier vor dem Telefon, bis so gegen 9 der Anruf von Dianley kam. 9:10 war es, Sir. Ich war um 9:30 wieder auf dem Revier. Ich hab nicht mal gemerkt, dass sie fortging. Ich war so erleichtert. Maria? Alles okay, Helen. Wir haben sie vor einer Stunde gefunden. Sie lief ganz allein im Albert Park. Da hat Schockzustand. Man bringt nicht viel aus ihr aus. Ist dir was passiert? Nein, nein, sieht nicht so aus. Gott sei Dank. Ich hoffe, sie wird uns später den Mann beschreiben können. Jedenfalls ist sie jetzt wieder zu Hause und in Sicherheit. Ach, du, ich... Mutter war schon völlig hysterisch. Ja. Ich bin so erleichtert. Also, danke, alter Freund, für die Hilfe. So wussten wir doch wenigstens, auf welche Gegend wir uns zu konzentrieren hatten. Ich muss ein Brett vor dem Kopf gehabt haben. Ich hätte doch gleich merken müssen... Dir Vorwürfe zu machen, du hast es doch nicht wissen können. Ich hätte früher schalten sollen. Aber Kinder, spielen nun mal am Telefon rum. Wir haben der Mutter erzählt, was sie dir zu verdanken hat. Sich mit ihr in Verbindung. Ja, das war's. Bis später, Junge. Ich goss mir erst mal einen Whisky ein. Ich war beim dritten angelangt, als sie anrief. Ihre Stimme klang ein wenig wie die von Maria. Und sie nannte Maria mein kleines Mädchen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, Mr. Brennan. Ich dachte, ihr kann ja gar nichts passieren. Wir haben Sie immer nur für ganz kurze Zeit allein gelassen. Mein Mann ist stets schon früh nach Hause zurückgekehrt und jedes Mal lag sie friedlich in ihrem Bett und schlief. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das geschehen konnte. Ja, sie hat gesagt, sie habe zu Mrs. Johnson gehen wollen und da sei dieser Onkel gekommen. Mrs. Johnson? Wer mag das bloß sein? Ich war wohl eine von den Nachbarinnen. Sie schwatzt ja mit allen in der Gegend, meine Kleine, aber dass sie es auch am Telefon tut, davon hatte ich keine Ahnung. Naja, immer noch besser, als allein aus dem Haus zu gehen. Ich... Allerdings. Wie geht's ihr denn? Oh, danke, sie schläft. Der Arzt hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Die Arme. Grüßen Sie Maria von mir, wenn sie aufwacht, bitte. Ja. Hat sie gesagt, sie heißt Maria? Oh, was für Märchenkinder kommen. Naja, vielleicht findet sie Mary nicht gut genug. Ja, ich richte sie aus und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und falls es irgendetwas gibt, was wir... Ja, Sie könnten mir Ihre Telefonnummer geben. Oh ja, natürlich. 32... Oh, einen kleinen Moment. Ich muss hier... Ja. Ja? 32... 53... 82... Danke. Ich rufe Maria vielleicht mal an, wenn Sie erlauben. Oh ja, bitte. Aber lassen Sie Ihre Tochter nicht wieder so allein, nicht wahr? Ich glaube, sie kam sich ziemlich verlassen vor, nur mit ihrer Katze. Eine Katze kann das bloß sein, du liebe Zeit. Das wird sie Ihnen schon erzählen, Mrs. Anstey. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Und dann ging auch ich zu Bett. Ich wunderte mich, was für strohdumme Mütter es geben kann. Als ich gerade am Einschlafen war, klingelte erneut das Telefon. Da ich den Zweitapparat auf dem Nachttisch habe, brauchte ich nur die Hand auszustrecken. Oh,
Hallo? Maria? Bist du noch wach? Um die Zeit? Du sollst doch schon längst schlafen. Ich möchte zu meinem Daddy. Bitte sag ihm, er soll kommen und mich holen. Och, jetzt hör mal zu, Maria. Ich habe jetzt allmählich genug von dem Spiel. Das muss aufhören und zwar sofort. Verstehst du? Du hast deiner Mutter schon genug Kummer gemacht. Also, ab wieder ins Bett mit dir und geschlafen. Aber... Nein, kein Aber, ab ins Bett. Morgen früh rufe ich dich an. Ja, aber Ja, ich verspreche es. Und jetzt gute Nacht. Was ist denn diese Nummer? Das darf doch nicht wahr sein. Ah, hier, 325382. Hallo. Mrs. Ensdale? Ja. Entschuldigen Sie, hier ist Alan Brennan. Hören Sie, Maria hat mich gerade wieder angerufen. Sie hatte wohl einen schlechten Traum. Ich dachte, ich sag's Ihnen lieber. Miss Ensdale? Sind Sie noch da? Ja, aber... Ich verstehe nicht. Mary schläft auch. Nein, nein, sie tut nur so. Ich sag's Ihnen, vor 3 Minuten hat sie mich hier angerufen. Das kann nicht Mary gewesen sein. Sie hat so gefroren, dass ich sie zu mir ins Bett genommen habe. Sie liegt hier neben mir. Und sie hat ein Beruhigungsmittel bekommen... Und schläft wie ein Murmeltier. Sie kann sie nicht angerufen haben. Tja, Sergeant, Ihr Chef war nicht sehr erfreut, als ich ihn aus dem Schlaf holte. Er versuchte mich zu beruhigen, sagte auch viel Vernünftiges. Ja, ich kann mir vorstellen, was du jetzt denkst. Ich denke gar nichts, ich weiß es. Guter Gott, es waren die 2 Fahnen, diese beiden Siebner, die euch zu Mary Ensdale geführt haben. Aber Maria ist immer noch bei diesem Verbrecher. Ich weiß das. Seit wann, deiner Rechnung nach? Seit gestern, John. Seit Mittwochabend. Aber niemand außer Mrs. Ensdale hat in den letzten Tagen ein 6-jähriges kleines Mädchen als vermisst gemeldet. Meinst du nicht, deine Maria tanzt dir vielleicht doch auf der Nase herum? Nein, ausgeschlossen. Ihr müsst sofort... Wir können nichts unternehmen, solange keine Vermisstenanzeige vorliegt. Das musst du doch einsehen. Macht Jagd auf den Kerl! Glaubst du, dass wir das nicht schon längst tun, mit allen Mitteln? Wenn das Kind wirklich seit gestern verschwunden wäre, hätte sich doch jemand gemeldet, ohne jeden Zweifel. Aber sie war allein im Haus. Immer allein, niemand da als die verdammte Katze. Kannst du uns eine Beschreibung von ihr geben? Nein. Dann können wir auch keine Suchmeldung herausgeben. Aber irgendwas muss man doch tun können. Wenn sie wieder anruft. Und dann? Dann werden wir versuchen, uns in deine Leitung einzuschalten. Versuchen. Wenn wir allen derartigen Geschichten nachgehen wollten, müssten wir 3-mal so viele Leute haben. Aber wir werden tun, was wir können. Aber sie rief nicht wieder an. Auch nicht am nächsten Morgen. Ich versuchte weiter an meinem Bericht zu arbeiten. Und während ich mir am Mittag in der Küche ein Sandwich richtete, stellte ich das Radio an. Zweiter Gewinn, $50.000, Losnummer 789261, Rolf Banks in Napier. Ich wiederhole, 789261, Rolf Banks in Napier, $50.000. Dritter Gewinn, $20.000, Spielfreunde Oakland West, Losnummer 698625. Ich wiederhole, was? Spielfreunde Oakland West, $20.000, Losnummer 698625. Mein Gott. Diese Angaben erfolgen. Das ist das Recht der Lösung. Sie hören ABC Oakland mit den Locker. Natürlich. Daher hat sie die Nummer. Ja? John, ich habe dir was Wichtiges zu... Zu Ellen. Entschuldige, ich bin mitten in einer Besprechung. Ich rufe in 10 Minuten zurück. Ja, aber es ist dringend. Hast du wieder was von Maria gehört? Nein, aber ich weiß jetzt, wie man ihre Eltern finden kann. Okay, ich lasse dich mit Casey verbinden. Bleib dran. Mach zu, mach zu.
Sergeant Casey. Hier, Brennan. Sergeant, hat der Chef Sie auf dem Laufenden gehalten? Ja, Sir. Haben Sie wieder was von Maria gesehen? Nein, aber ich glaube, wir können ihr auf die Spur kommen und checken, ob sie da ist oder nicht. Sie hat doch, obwohl sie nicht lesen kann, immer wieder bei mir angerufen. Ja, und? Die dritte Gewinnnummer bei der Jumbo-Lotterie dieses Monats ist identisch mit meiner Telefonnummer. Tja. Das kam gerade in den Lokalnachrichten im Radio. Naja. Ja, verstehen Sie denn nicht, Sergeant? Jemand von der Familie hat dieses Los gekauft und unter den Telefonapparat gelegt oder dort an die Wand geheftet. Das machen viele Leute. Naja. Ja, und Sie denken, dass Maria... Ja, sie hat sich die Nummer, die sie da vor Augen hatte, auf der Wählscheibe zusammengesucht. Das ist die Antwort auf die Frage, wie sie mich immer wieder erreicht hat. Aber Sie meinen doch, bei den letzten zwei Anrufen war sie nicht mehr bei sich zu Hause. Und dann hätte sie auch die Vorlage nicht mehr gehabt. Ich glaube, sie hat oft genug mit der Nummer experimentiert, um sie inzwischen auch ohne Vorlage zu finden. Sergeant, das ist die einzige mögliche Erklärung. Das wäre ein großer Zufall, Sir. Aber Sie können der Sache doch mal nachgehen und Ermittlungen bei der Jumbo-Lotterie anstellen, oder? Die sagten, die Gewinner sind Spielfreunde Oakland West. Die Adresse müsste dort registriert sein. Ja, ich rufe Sie wieder an, Sir. Also sehr ermutigend waren Sie nicht, Sergeant. Das müssen Sie schon zugeben. Ich weiß, ich habe es auch für eine etwas verrückte Vermutung gehalten. Aber manchmal ist ja auch das Verrückteste möglich. Na und, haben Sie Maria gefunden? Noch nicht, Sir. Die Spielgemeinschaft besteht aus 4 Freunden. Zu erreichen in einer Kneipe in der Lincoln-Taverne, Eden Street. 2 haben wir aufgetrieben, sie waren schon am Feiern. Der 3. ist nicht in der Stadt im Augenblick. Aber keiner hat eine kleine Tochter. Und der 4.? Den suchen wir noch. Seine Kumpel meinten, er hätte zurzeit Nachtschicht und dürfte daher tagsüber zu Hause sein, pennen. Wo zu Hause? Ja, das ist es ja gerade, Sie wissen es nicht. Sie kennen ihn nur aus der Kneipe. Und der Name? Alt. Nichts weiter sonst bekannt, angeblich. Wissen seine Freunde, wo er arbeitet? Auch nicht, behaupten sie jedenfalls. Ach, man muss ihm doch auf die Spur kommen können, Sergeant. Aber nicht vor morgen Nachmittag um 5. Dann trifft sich der Verein der Taverne, wie immer am Samstag. Und bis dahin ist nichts zu machen? Komm, Sir. Wollen Sie morgen dahin mitkommen? Ja, natürlich, gern. Lincoln Taverne? Ja, sehr gut, dann treffen wir uns da um 5, ne? Ja. Was darf es sein, Sir? Ein kleines Bier, bitte. Suchen Sie jemanden? Warum fragst du? Wenn Sie nämlich Alf suchen, der kommt heute nicht. Alf? Wer? Schon gut. Und 20 zurück. Danke. Sie sind von der Polizei? Nein. Keine Haftbefehle in der Tasche? Hören Sie mal. Na gut, wollt's ja nur wissen. Wie kommen Sie denn darauf? 4 von unseren Stammkunden haben Schwein gehabt. In der Lotterie gewonnen, jeder 5.000. Ah. Und die Wölfe liegen schon auf der Lauer. Hm? Wieso, was meinen Sie? Sie sind wohl nicht von hier, wie? Die Schuldeneintreiber, Mister. Ach so. Oh, hallo. Kommen Sie, setzen wir uns doch in die Ecke. Ja. Er ist nicht da. Wohl doch. Da drüben. Also nicht so auffällig. Schauen Sie in den Spiegel, das Trio neben der Garderobe. Und welcher ist Alf? Was meinen Sie? Der mit dem Bart? Mm-mm. Der glattrasierte? Auch nicht. Woher wissen Sie? Die 2 habe ich schon gestern kennengelernt. Sie mich leider auch. Decken Sie mich mal ein bisschen. Aber Sie könnten selbst dahin kommen. Wieso? Heute früh erst heimgekommen, schnell ins Bett gehauen, eben erst wieder aufgewacht und unrasiert gleich hierher. Ach, der. Der Sergeant. Bill, bitte, Sir. Ist Ihnen klar, wie ernst die Sache ist? Allerdings. Aber zwecklos, wie wilde Stiere auf ihn loszugehen.
Aber Sie können ihn doch zu einer Aussage zwingen. Nicht, wenn ich nichts gegen ihn in der Hand habe. Warum fragen Sie nicht einfach, ob Maria... Sir, es ist möglich, dass Sie recht haben. Sie ist vielleicht verschwunden. Er kennt sie. Vielleicht. Ja, eben. Und vielleicht hat er sie sogar umgebracht. Aber ich würde mich hüten, die Polizei und mich lächerlich zu machen, wenn alles, was wir zu bieten haben, eine Losnummer ist. Ja, aber mehr... Er ist nicht mal verheiratet. Was nicht besagt, dass er keine Tochter hat. Richtig. Und deswegen werden wir ihm folgen, wenn er nach Hause geht und uns selbst vergewissern, ob er einen hat. Das kann aber noch Stunden dauern. Klar. Was trinken Sie? Alter, bis morgen. Na, Alf, wo hast denn dein Rolls? Na, dann roll mal schön mit deinem Rolls. Ja. Rollen Sie den Rolls! Er kann doch nicht mehr fahren. Braucht er auch nicht. Einer von meinen Leuten wird ihn sich schnappen. Ach, Sie haben... Drüben auf der anderen Seite, ja. Gehen Sie leiser, folgen Sie ihm. Aber vorsichtig, ja. Ich hole meinen Wagen. Oh. Wo sind die verdammten Schlüssel? Oh. Hallo. Ah. Oh. Und siehst du, Sie. Ist Ihnen was passiert, Sir? Nein, aber fast. Schießt los wie eine Rakete. Haben Sie das gesehen, Constable? Ja, wir haben es gesehen. Wie kommt sein Kerl überhaupt zu einem Führerschein? Das würde mich interessieren. Interessiert uns auch, Sir. Wir werden es feststellen. Nehmen Sie ihn fest. Vermutlich. Das ist doch Trunkenheit am Steuer. Nehmen Sie doch bloß an. Und die abgefahrenen Reifen. Überlassen Sie ihn ruhig uns, Sir. Übrigens, darf ich auch um Ihren Führerschein bitten? Moment. Ui. Ich fürchte, ich habe ihn nicht bei mir. Das ist aber gegen die Vorschrift, Sir. Dann müssen wir Sie ersuchen, sich Anfang nächster Woche auf Ihrem Polizeirevier zu melden. Was? Und Ihren Führerschein mitzubringen. Nicht zu ändern, leider. Ich habe mir Ihre Wagennummer notiert. Okay. Und damit zu Ihnen, Sir. So, den nehmen wir los. Und jetzt? Was wird jetzt mit Alf? Aufs Revier mit ihm. Der ist blau wie ein Veilchen. Den halten wir fest. Soll erstmal nüchtern werden. Am Montag wird er dann dem Richter vorgeführt. Und wie führt uns das zu Maria? Ganz einfach, wir nehmen seine Adresse auf. Und das ist Ihre korrekte Adresse, Mr. Jordan? Hey, wollen Sie etwa... Nur zur Warnung. Falsche Angaben werden strafrechtlich verfolgt. Also, Menderton Place 18a, richtig? Richtig. Warum brauchen Sie die? Für die Akten. Geben Sie sich keine Mühe, da ist niemand. Bin nicht verheiratet. Frauen können nicht. Ja, ja, ja. Hier ist es. Ja, stimmt. Ach Gott, sieht das ja aus. Abbruchreif, die ganze Gegend. Oh. Na, alles kaputt, die Stufen. Gibt's eine Klingel? Wenn's eine gibt, ist auch kaputt, wetten. Da ist niemand da. Ja, da hat jemand Licht gemacht. Mrs. Jordan? Wer sind Sie denn? Polizei. So, haben Sie einen Ausweis? Bitte. Oh, wie aus der Verbrecherkartei. Was wollen Sie denn? Sind Sie Mrs. Jordan? Alf ist nicht da, der wohnt nicht mehr hier. Ach, dürfen wir reinkommen? So, muss das sein? Nein, wir können es auch hier draußen unterhalten. Die ganze Nacht, wenn Sie wollen. Ah ja, kommen Sie.
Ich kann es nicht ändern, dass es so aussieht hier. Ich arbeite in der zweiten Schicht. Morgens räume ich auf, meistens. Ja, setzen Sie sich doch. Ja. Wer ist der denn? Brennan. Er hilft uns bei einigen Nachforschungen. Nachforschungen? Was denn für Nachforschungen? Sind Sie Mrs. Jordan? Nein. Ich heiße Nora Smith. Nora Smith. Ja, Smith. Auch wenn Sie es nicht glauben. Hören Sie, Mrs. Smith. Sie haben so viel schmutziges Geschirr. Wie kommt das? Wieso? Ich meine dafür, dass Sie alleine leben. Wer sagt denn das? Ja, Sie. Sie haben doch gesagt, Alf wohnt nicht mehr hier. Ich habe schließlich eine Tochter, oder? Ach. Ja. Die schläft wohl. Ja, das nehme ich an, wenn Sie die Kleine nicht aufgeweckt haben. Wollen Sie dich mal nachher sehen? Sie ist nicht da im Augenblick. Nein? Aber sie wohnt bei mir. Hören Sie, wenn Sie wegen der Unterstützung kommen, ich habe immer noch ein Anrecht. Alf wohnt nicht mehr hier, das haben Sie schon gesagt. Wo ist Ihre Tochter? Ich nehme an, bei Mrs. Johnson. Was? Bei Mrs. Johnson? Ja, die versorgt sie. Schläft sie auch dort? Ja, das nehme ich an. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe nichts anderes finden können als die zweite Schicht. Die Unterstützung reicht auch vorne und hinten nicht. Scheiß System. Leb allein und du verhungerst, leb mit dem Kerl und du verlierst das bisschen Unterstützung. Ja, schon gut, das Leben ist schwer. Ja, das ist es. Na, wo ist Maria? Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Am Dienstag. Warum, ist hier was passiert? Das wissen wir nicht. Noch nicht. Aber sie heißt Maria. Natürlich. Immer schon. Was hat das denn mit Ihnen zu tun? Sind Sie von der Fürsorge? Sie hat doch nichts angestellt, oder? Nein, das nicht. Aber? Wann haben Sie die Kleine zuletzt gesehen? Am Dienstag, das habe ich doch gesagt. Ja, ja, okay. Alf wohnt hier. Das haben Sie sich ja sowieso schon gedacht. Wir haben eben versucht, es geheim zu halten. Wegen der Unterstützung. Maria und ich sind erst vor ein paar Wochen zu ihm gezogen. Die Unterstützung geht noch an meine alte Adresse. Meine Freundin nimmt sie in Empfang. Sie schickt auch die von der Fürsorge weg, wenn sie schnüffeln kommen. Zuletzt haben Sie Maria am Dienstag gesehen, sagen Sie. Ja, da habe ich nachts in ihr Zimmer geschaut. Sie hat fest geschlafen. Dann Mittwoch? Donnerstag? Gestern Freitag? Ich schau nicht jeden Tag nach. Sie ist ja immer da. Arbeiten Sie auch am Samstag? Nein. Das nicht. Aber heute ist Samstag. Sonntag bereits. Mrs. Smith. Es ist alles bloß wegen Mrs. Johnson. Sie wollte nicht mehr. Behauptet, sie müsse jetzt auch arbeiten gehen. Und sie hätte Maria nur genommen, weil ich sonst niemand finden konnte. Warum haben Sie den Leiter der Vorschule nicht gefragt? Da hätte sicher jemanden gewusst. Der? Machen Sie keine Witze. Mrs. Johnson regt sich darüber auf, dass ich mit Alf zusammenlebe. Sie findet, ich dürfe die zweite Schicht nicht machen. Ah, wahrscheinlich denkt sie, am besten gäb's mich gar nicht. Das traue ich ihr zu. Aber sie hatte versprochen, auf Maria aufzupassen. Wenn auch nur vorübergehend. Und die hat Maria auch nicht vermisst. Großer Gott. Das Kind hat sich seit Montag nicht mehr bei ihr gezeigt. Seit 4, 5 Tagen schon. Woher wissen Sie denn das? Was hat die alte Hexe Ihnen denn erzählt? Maria ist doch okay, oder? Wir wissen es nicht, aber es wäre besser, wenn Sie uns den Rest der Geschichte erzählen würden. Naja, die feine Dame kam hier reingetrampelt. Am letzten Sonntagmorgen war's. Wir sehen uns nur am Sonntag, verstehen Sie? Und da hat sie mir erklärt, dass sie Maria nicht länger versorgen kann. Ihr Mann sah es nicht recht. Sie selbst hätte schon mehr als genug zu tun und... Einfach so. Naja, ich war im Rückstand mit dem Geld. Ich hatte mir meine Unterstützung noch nicht geholt. Ich kann ja immer nur sonntags. Ich bin ja auch noch gegangen an dem Tag,
Und dann habe ich es Maria ja sagen müssen. Am Montag bin ich in aller Frühe aufgestanden und habe ihr das Frühstück gemacht. Habe ihr gezeigt, wie man es macht und gesagt, sie muss sich von jetzt an selber versorgen. Haben Sie ihr gesagt, warum? Nein. Es sind schon mehr als genug, die sie nicht haben wollen, das arme Ding. Sie sagt ja Daddy zu jedem. Sogar zu Alf. Und nach der Schule? Ich habe ihr gesagt, ich stelle ihr was hin, klar. Stelle ihr Tee unter die Haube. Ich habe erst gestern gemerkt, dass der vom Donnerstag noch da gestanden hat. Haben Sie nicht irgendwann angefangen, sich Sorgen zu machen? Erst nicht, nein. Ich habe gedacht, sie ist vielleicht bei irgendwelchen anderen Kindern. Hier in der Gegend müssen ja viele für sich selber sorgen. Lernen es schon früh. Weiß Maria, wo Sie arbeiten? Falls mal was ist. Nein. Ich habe es ihr nicht gesagt. Wenn das rauskommt, dann kürzen Sie mir bloß die Unterstützung. Was glaubt ihr denn, wo Sie sind? Bei Oma im Krankenhaus. Das ist auch so ein Witz. Als ob die je einen Finger für uns rühren würde. Ich hab's bloß getan, damit sie was zu sagen hat, wenn jemand kommt und nach mir fragt. Wo arbeiten Sie denn? Gleich hier, schräg gegenüber. In dem großen Gebäude da. Eine Katzenfutterfabrik. Plätzchen fürs Kätzchen. Ah ja. Kriegen oft besser zu fressen als wir. Sehen Sie die Reklame? Die dicke Katze da auf dem Dach. Die scheint nachts bei Maria ins Fenster. Die schaut mich so lieb an, sagt sie immer. Also Sie haben sie nicht vermisst. Bis wann? Bis heute? Ja. Ich bin eine schlechte Mutter. Eine verdammt schlechte. Am liebsten wäre ich tot. Aber aus dem Stein lässt sich kein Geld schlagen. Und aus Alf auch nicht. Er hat mich gezwungen zu arbeiten. Mein Gott. Und ich bin im dritten Monat. Gestern Nacht habe ich nachgesehen bei ihr. Sie war nicht da. Dann habe ich angefangen zu rechnen. Aber wenn sie doch schon am Donnerstag ihr Abendessen hatte stehen lassen. Ich sag ja, ich kann mich selber gar nicht mehr verstehen. Aber ich koche nicht gerade gut. Ich hab gedacht, sie hat sich eben was anderes gemacht. Sie hätten zu uns kommen sollen. Ja, ja, ich weiß. Haben Sie Telefon? Ja, aber Sie können nicht telefonieren. Warum nicht? Sie haben es außer Betrieb gesetzt, weil Alf die Rechnung nicht bezahlt hat. Seit wann ist das außer Betrieb? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Alf hat es heute, nee, gestern hat er es gemerkt. Er braucht es für seine Wetten. Ich glaube, ja, am Donnerstag hat er noch mit jemand gesprochen. Es müsste also seit Freitag stillgelegt sein. Hat Maria manchmal telefoniert? Was weiß ich. Was ist ihr denn passiert? Sagen Sie es doch endlich! Ich glaube, sie hat's geahnt. Warum? Sie hat es schließlich so ruhig hingenommen. Wenn man in ständiger Verzweiflung lebt, nimmt man schließlich alles hin. Haben Sie schon gefrühstückt, Sergeant? Noch nicht, Sir. Aber lassen Sie sich nicht stören an Ihrem Bericht. Haben Sie eine Pfanne? Im Regal unterm Spülbecken. Speck? Nein, danke. Ich meine, wo Sie welchen haben? Im Eischrank. Eins oder zwei? Was? Eier! Nein, danke. Sie haben gesagt, in ständiger Verzweiflung. Hä? Sie hat wohl noch nichts gewusst von dem Lotteriegewinn. Als wir kamen, bestimmt nicht.
Alf hat ja selbst nichts davon gewusst, bis er in die Kneipe kam. Mhm. Wird das irgendwas ändern? Für Sie bestimmt nicht. Da ist doch eine Menge Geld. Alf wird Sie nicht Hallo? Fragen, Ellen, alter Junge. Wieder im Land. Ach, Jack. Du. Meine Stimme nicht mehr. Nein, du, ich habe jemand anders erwartet. Dann. So früh am Morgen? Du, das muss aber eine sehr wichtige Sache sein. Ja, du, ist es auch. Na schön. Da werde ich schleunigst aus der Leitung gehen. Ich wollte dich nur schnell begrüßen. Danke, Jack. Also bis morgen. Morgen lässt er dich ja wieder blicken. Ja, klar doch. Nett, dass du angerufen hast, Jack. Bitte. Na, bis dann. So. Eier mit Speck. Bitte sehr. Ach, ich wollte wirklich keinen. Ketchup? Wird Ihnen gut tun. Danke. Sie müssen bei Kräften bleiben, Sir. Ach, hört so endlich auf, mich immer Sir zu nennen. Entschuldigung, Sir. Alte Gewohnheiten wird man nicht so leicht los. Salz, Pfeffer? Dankeschön. Sergeant, glauben Sie, sie ruft noch mal an? Was soll ich sagen, Sir? Ich sitze hier für den Fall des Falls. Also glaubt der Chef wohl, wir haben eine Chance. Andererseits. Ja? Ewig werden Sie mich nicht zu Ihnen abkommandieren. Vielleicht rufen Sie mich schon morgen wieder zurück. So bald schon. Wer weiß. Brot? Nee. Sie müssen morgen in Ihr Büro? Ja. Und dann, wenn sie dann anruft? Ja, am besten wir legen Ihren Anschluss zu uns. Das kann erst morgen passieren. Sie suchen aber auch weiterhin nach ihr. Nach ihr und nach ihm. Kaffee? Gern. Wenn es dann nur nicht zu spät ist, bis wir sie finden, sie und ihn. Die Suche nach der 6-jährigen Maria Smith, die seit 3 Tagen vermisst wird, ist bisher ergebnislos verlaufen. Das Mädchen ist circa 1,5 Meter groß, schmächtig, hat helle Hautfarbe, braune Augen und lange dunkle Haare. Es trägt vermutlich ein hellblaues kariertes Baumwollkleid, eine weiße Strickjacke und braune Sandalen ohne Strümpfe. Wer hat das Kind gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Wir wiederholen. Das Mädchen ist circa 1,5 Meter groß, schmächtig, hat helle Hautfarbe, braune Augen und lange dunkle Haare. Es trägt vermutlich ein hellblaues kariertes Baumwollkleid, eine weiße Strickjacke und braune Sandalen ohne Strümpfe. Wer hat das Kind gesehen? Maria? Ellen, bitte hol mich. Wo bist du, Maria? Wo ist der Onkel? Er schläft. Hat er schrecklich viel getrunken. Wo bist du denn? Ich weiß nicht. Aber gegenüber ist eine Kirche. Das Glockenspiel kenne ich. Das ist St. Martin. Hm? Ganz nah beim Revier. Gegenüber ist nur ein Bürohaus. Maria, sei jetzt ganz still, damit der Onkel weiter schlafen kann. Wir kommen dich holen, Maria. Wir kommen, ganz bestimmt. Vermisst von Alwin McRae. Mit Ernst Jacobi, Nicole Bachmeier, Heinz Meyer, Heinz Schimmelpfennig, Heidemarie Rohwedder und vielen anderen mehr. Regie führte Otto Düben.